Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung aus dem, wie heißt das Hotel überhaupt? U14 Autograph Collection, natürlich in Helsinki, wo wir unseren Weihnachtsmannbesuch planen. Morgen geht es nach Rovaniemi. Heute waren wir in Helsinki unterwegs, werden gleich weiter in Helsinki unterwegs sein. Deshalb heute eine Kurzedition wieder. Aber ich melde mich bei euch und wir werden Steak essen. Genau, 18. Januar in Frankfurt Steak essen. Die frisch gepresste Folge hat folgende Themen, und zwar Airbus verliert Auftrag wegen Rolls-Royce. Airbus gewinnt einen Auftrag trotz Rolls-Royce. Und wir haben dann einen Diesel-Deal für 1.999 € von Frankfurt über Abu Dhabi nach Singapur in der Business Class mit Etihad. Und wir haben noch einen Deal, und zwar haben wir den Deal Austrian Airlines, hätte ich fast gesagt, ist kein Deal, sondern ist einfach die Beschreibung des Wasserstandes der 787 Operation bei der Austrian Airlines. Und da gibt es ein Interview, was die Freunde bei Aerotelegraph gemacht haben mit dem Kollegen Francesco Scortino, der übrigens ja auch der Veranstaltungsleiter ist für die operativen Seite, also Operativchef. Chief Operating Officer wäre, glaube ich, der englische C-Title. Ihr seid natürlich wie immer angehalten, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und natürlich auch ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft. Und wenn ihr Fragen, Sorgen, ist nötig hat, und kommentieren. Oder habe ich die Nummer nicht eingegeben? Das müssen wir doch mal wieder machen. Da ist die Nummer. Da könnt ihr, da könnt ihr immer WhatsApp-Fragen schicken, wenn ihr Fragen habt. So, jetzt haben wir alles gemacht und können mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar das erste Thema ist bei Airbus. Und zwar ist es bei Airbus das Thema, dass Thai Airways die 350er nicht nehmen wird von Airbus, weil man bei Rolls-Royce so eine harte Linie fährt. Ja, wir hatten ja berichtet, dass es da so ist, dass es bei Thai Airways so ist, dass man natürlich die Triebwerke bei Rolls-Royce nehmen möchte, und die sind aber der einzige Lieferant logischerweise, und deshalb gibt es dann ja nur die Möglichkeit, die 787 zu nehmen, denn da gibt es die Wahl zwischen General Electric und Rolls-Royce, dann ist man halt nicht so abhängig. Und Rolls-Royce ist halt wirklich so, dass sie gesagt haben, nee, wir geben keine Rabatte mehr, warum? Der Bedarf ist da und wir müssen jetzt Knete verdienen. Und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass Thai Airways mit Thai Smile zusammen 71 Flugzeuge hat. Auf der Langstreckenflotte sind 51 davon, 3 Airbus 330-300, 17 350-900er und lustigerweise natürlich noch 6 787-8er und 787-9er, 6 777-200er und 17 777-300er ER. Also ist diese Geschichte, dass man da einen anderen Hersteller nimmt, jetzt nicht wirklich so dramatisch. Ist halt schade für Airbus, dass das Flugzeug da ist. Und wenn wir uns das Ganze angucken, ist es ja so, dass auch Sir Timothy Clark gesagt hat, dass man natürlich bei den Rolls-Royce-Antrieben Probleme sieht. Nicht nur die Penunzen, sondern auch die Wartungsintensität. Und damit ist man da etwas zögerlich gewesen mit einer Bestellung. Hat dafür aber im Gegenzug auch 95 Jets bei Boeing bestellt. Man hat dann nochmal 350-900er bestellt, weil da sind nämlich andere Triebwerke. Das sind auch Rolls-Royce-Triebwerke, ist aber eine andere Version. Und da bin ich mal gespannt, wie das Thema ausgeht.
ob Airbus sich das bieten lässt. Also da sieht man halt, dass Airbus wirklich beim 350er schauen muss, dass sie da nochmal jemanden ins Boot kriegen, und zwar wirklich General Electric, dass sie da Triebwerke machen, weil man nämlich wirklich ja, sich anscheinend von Rolls-Royce so abhängig gemacht hat und die halt harte Schweine sind. Ja, so ist das. Das muss man ehrlicherweise hier heute sagen. Dann gibt es aber trotzdem gute Neuigkeiten aus dem Hause Airbus. Und zwar ist es wohl so, dass Cathay Pacific da wohl Gas gibt mit den Freunden von Airbus. Für uns als Passagiere jetzt nicht ganz so prall, aber Cathay hat 350 Cargo-Maschinen bestellt. Und man hat da wirklich 6 Stück bestellt und nochmal 20, also das ist ein 0, ne? So, was ist das? 20, ne, so, 20, 20 Optionen. Das heißt, man hat 2,7 Milliarden Listenwert für die ganze Bude und das ist der größte Auftrag für Frachtmaschinen seit 16 Jahren. Klar haben Cathay eine der größten Flotten, ist ja logisch von der Region her. Die haben ja 747-400er ERF, 6 Stück, 14 747-8F und 350F sollen dann die im Schnitt 15 Jahre alten 400er ersetzen, Extended Range Freighter ERF-ERF. Und die 350 ist schneller verfügbar, aber Airbus hat die effektive Nutzlast zuletzt um 2 auf 111 Tonnen angehoben und damit ist der Abstand von der 777-8 auf rund eine Tonne verringert. Die 350 basiert auf der 350-1000, auch hier wieder die Rolls-Royce-Triebwerke, ne? Naja, ihr wisst schon. Aber 2024 wird der Frachter dann geplant für den Erstflug, 2026 sollen die Auslieferungen starten, also früher erhältlich sein sollte die 777F, nur so als das ist kein Missverständnis, ich glaube, ich habe mich da missverständlich ausgedrückt. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ich bin da mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Was bei der Austrian auf uns zukommt, wissen wir ja, die haben ja einen 787-Wahn bekommen, 10 Stück, 5 alte, 5 neue sollen kommen. Und jetzt gibt es ein Interview beim Aerotelegraph, die haben den Francesco Scortini, den CEO, unter die Fittiche genommen mit Fragen und die haben dann zum Beispiel eine Frage gestellt, die 320er-Einflottung ist ja voll im Gange, die Neos, und sollen da noch 6 A321er kommen? Und die Antwort war sinngemäß, ja, man guckt sich das alles an und die Zahl der 6 321er ist irgendwie so gekommen, weil sie halt 6 321er haben. Aber das ist alles in der Schwebe, da gibt es nichts Genaues. Heißt also, dass da an der Front erstmal Ruhe ist. Aber was halt spannender ist, ist halt, dass 9 Maschinen, die sie an der Langstrecke haben, im Moment bei 767 und 777, dass die 787er kommen, aber das dauert noch ein bisschen, weil man da ein bisschen von Lufthansa abhängig ist, weil Lufthansa die Flieger nicht bekommt hat, die sie damit, also die 787 ersetzen sollen. Und das ist natürlich eine interessante Geschichte. Das, denke ich mal, ist für uns auch immer wichtig. Denn wenn man diese 787er bekommt, sagt er, müsste man neu justieren, weil man jetzt aber trotzdem alle Vorbereitungen trifft. Heißt also, dass man da auch ab Wien mit der 787 operational gehen kann. Und da bin ich mal gespannt, wie das passiert und wie schnell das dann auch geht, weil dann wird dann halt innen drin wieder die Farbe ausgetauscht. Ihr wisst ja, dass die einen, die da sind, das sind ja jetzt Flugzeuge von Hainan. Heißt also, die Flugzeuge werden wahrscheinlich nur neue Sitzbezüge kriegen, Sitzlappen, und dann wird die Software wieder ausgetauscht, die dann auf Hansens geht. Dann ist es so, dass es 2 zusätzliche Maschinen jeden Winter geben soll. Aber es ist natürlich so, dass es halt wirklich da Verzögerungen gibt, weil wir wissen ja alle, wie es im Moment ist mit der Nachfolge von Flugzeugen. Die dauern eher länger als kürzer, dass die kommen. Die Destination, die geflogen werden soll, ist New York als erste, weil das eine kurze Strecke ist. Aber es sind natürlich auch höchstwahrscheinlich, wie es überall war, dass die Piloten Starts und Landungen machen können, dass sie Kurzstrecke machen. So wie jetzt mit der 777 das ja auch ist, dass man zum Beispiel von Wien nach Frankfurt fliegt, anstatt nach Berlin. Und das sind dann halt auch Möglichkeiten, die man dann halt macht, um auf Strecke zu gehen mit den Flugzeugen, um da dann auch wirklich eine interessante Möglichkeit zu schaffen, um die Passagiere das Flugzeug zu zeigen, aber auch um die Crew damit zu optimieren.
Da muss man halt wirklich gucken, was da passiert ist. Auch interessant ist die Aussage, ich hatte euch ja die Studie vorgestellt, dass diese Salzburg-Geschichte, Salzburg-Wiener Flug, der da, die es nicht mehr gibt, sondern auf die Rail ist. Und da wurde dann auch gefragt, inwieweit das jetzt da die beeinflusst bei Austrian, weil man ja die Passagiere doch nicht auf die Bahn gebracht hat. Und jetzt kommt die interessante Antwort, dass es dort eine klare Vereinbarung gibt und an die wird man sich halten. Man muss nur die Idee, Inlandsflüge zu verbieten, nochmal hinterfragen. Es ist so, dass die Menschen in den Zug fahren. Ist natürlich schade, wenn es sich im Reißbrett überlegt, die Passagiere im Zug aber dann nicht nutzen. Und so der Verkehr halt nur verlagert wird, aber dem Umweltschutz nicht gedient wird. Das ist halt das, was er dann sagt. Und das ist dann halt ein Problem. Und was er dann auch natürlich noch anmerkt, ist, dass es nicht gut wäre, wenn zusätzlich über außereuropäische Hubs wie Istanbul in die Welt geflogen werden, nur weil sie nach Wien nicht mehr angebunden sind. Und das ist genau das Thema. Wichtig ist ja auch, dass man trotzdem happy ist und da wird es auch die Anbindung eventuell geben mit Linz, also dass das dort alles passiert. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Aber die 787 sind halt Gesetzziele, habe ich euch genannt. Ihr könnt ja unten auch noch mal kommentieren, was mit der 787 ist. Als Frage des Tages würde ich einfach sagen, schreibt unten rein, ob ihr die 787 bei der Austrian früher oder später erwartet oder ob ich das wurscht ist, wie man so schön sagt. Jetzt haben wir doch wieder mehr Themen, als wir dachten und länger gesprochen, also vier Themen und länger gesprochen, so ist es richtig. Und zwar haben wir diesen Deal mit den Freunden von Etihad, von Frankfurt über Abu Dhabi nach Singapur, 1.999 Euro anfangend, gibt keine Restriktionen, außer dass man 3 Tage vor Abflug buchen muss, 3 Tage Minimumaufenthalt, 4 Monate Maximalaufenthalt, ein Stopover ist wie immer in Abu Dhabi erlaubt. Change kostet irgendwie 465 Euronen für Currency Refund und Change sind 255, aber dann kommen natürlich noch die Fees dazu, wenn die Preisänderungen sind, heißt also Preisdifferenz. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie viele Punkte und so weiter gibt es. Die Distanz gebe ich euch 3024, 3657 fürs zweite Leg. Heißt also, man ist so fast mittig, wenn man das so sieht. Ne? Ist ja auch sehr hübsch hier gehalten. Auch die Mütze finde ich sehr geil. Auf dem Great Circle Mapper sind zusammen 13.362 Meilen. Jetzt von den Punkten her, da gucken wir uns das auch an. Hier seht ihr das nochmal in der Buchungsklasse Z, hatte ich eben nicht gesagt. Da ist Hainan Airlines mit 27.944 die gegeben. Also ihr seht, hier sind mit 17.000 einige dabei. Und Air New Zealand gibt hier auch 0 und Sri Lankan Air Maroc. Und SAS gibt sogar 7.154. Da sind einige und Etihad selber gibt nur 15.360. Damit haben wir die heutige Folge auch wieder abgearbeitet. Ich danke euch, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei gewesen seid. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen und so weiter und so fort. Es gibt für euch jetzt einfach einen Abspann und ich freue mich. Tschüss. Muss mal auf meinen Kontrollbildschirm gucken. Also, bis dann. Ciao. Wir gehen jetzt Steak essen. Thank you.